kann man schon mal voll durcheinander kommen. Oh, jetzt bin ich gerade wieder abverschweift, merke ich, ne? Ja, das passiert bei mir schon mal, das kann passieren, ne? Weil mein Gehirn, das will immer drei oder vier Sachen gleichzeitig machen. Ne? Also wenn ich aufs Klo gehe, will ich auch gleichzeitig was essen und gleichzeitig in den Keller gehen, was erledigen. Ne? Das ist schwierig manchmal bei mir. Ne? Aber nochmal so zu meinem Charakter, da fragen schon mal manche nach. Ne? Also ich bin ja ein Mensch, ich bin ja so recht locker, ich bin ja wie Udo, ne? Udo, ich bin ja Udo eigentlich. Oh du, oh du. Na, der Udo Lindenberg, ne, kenn ich auch. Ja, hab ich auch schon mal so ein bisschen parodiert, ne? Also Udo finde ich auch gut, wenn der dann so anfängt zu singen, ne? Vor allem, wenn er dann hier mit seinem Kollegen da singt und dann den Nummer 1 Hit chartet. Na, wenn ich gehe und so, kennt ihr ja auch, ne? Aber ich bin so ein Mensch, ich nehme die Aufgaben, die ich mache, sehr ernst und will sie auch, also wirklich 99,79341% ausführen. 100 ist schon immer schwierig. Ne? Manche sagen, ich mache 120%, aber geht ja gar nicht. Mehr als 100% gibt es nicht. Es ist Labarababa. Labarababa rückwärts. Reprabal. Schlimm ist, das stimmt. Das heißt wirklich so. Ne? Aber man darf nie den Verspaßungsfaktor im Leben vergessen. Verspaßungsfaktor heißt Spaß haben. Dass man das mit einbaut, so hat man dann eine gute Mischung. Und wenn man eine gute Mischung hat, dann geht es einem gut im Kopf, im Gehirn und auch der Körper. Der leidet ja sonst auch, wenn du krank bist im Kopf, weil du über zu viel Mist nachdenkst oder dich belastest halt mit irgendwelchen Problemisierungen, dann wirst du auch krank. Ne? Krank rückwärts. Knack. Nicht knack. Knack. Das ist dann wie so ein G, ist ein ganz leichtes G drin, wenn man aufpasst. Ne? Der Alex ist gerade beigetreten. Skella. Skella, nicht Xella. Wird zwar Xella geschrieben, aber rückwärts versprochen, falls ihr es per App überprüft.